Ich bin Ben von Blue Gaming und in diesem Game der Woche geht es um Resonance of Fate, ein Spiel von Tri-Ace. Resonance of Fate erschien 2010 für PS3 und Xbox 360 und sah auf den ersten Blick wie ein x-beliebiges JRPG in Steampunk-Optik aus. Doch Tri-Ace hat mehr daraus gemacht als ein Final Fantasy mit Schusswaffen. You going out? Get ready to head out. You too, Zephyr. Resonance of Fate spielt auf einem Konstrukt namens Basel, welches die letzte Zuflucht der Menschen darstellt, nachdem der Rest der Welt unbewohnbar wurde. Dieses ist allerdings auch schon sehr alt und zerfällt langsam. In dieser Welt agieren unsere drei Protagonisten Vesherin, Lian und Zephyr, welche als eine Art Söldner arbeiten und in ganz Basel diverse Aufträge annehmen. Und ganz ehrlich, die Story ist nicht wirklich das Tollste von dem Spiel. Nein, die Stärken liegen ganz woanders. Wer neu bei JRPGs ist, sollte sich in jedem Fall mal das umfangreiche Tutorial ansehen. Und wer schon etwas mehr Erfahrung hat, sollte das trotzdem machen. Denn wenn Resonance of Fate etwas zu einem Einzelstück macht, dann ist es das verflucht komplexe Kampfsystem. An und für sich läuft der Kampf zwar in Echtzeit ab, allerdings macht der Gegner nichts, solange du nichts machst. Die Aktionen bestehen aus Laufen und Zielen, grundsätzlich gesehen. Klingt doch erstmal relativ simpel, richtig? Okay, wir fangen mal bei etwas Leichtem an. Es gibt drei Arten von Waffen: Pistolen, Maschinenpistolen und Wurfwaffen, jede mit eigenen Eigenschaften. Die Pistolen verteilen Direktschaden, der die Lebensanzeige direkt beschädigt. Die Maschinenpistolen machen Streifschaden, der deutlich höher als Direktschaden aushält, allerdings den Gegner nicht töten kann. Außerdem erholt sich der Feind vom Streifschaden. Um aus Streifschaden Direktschaden zu machen, müsst ihr den Gegner also noch einmal mit Pistolenkugeln treffen. Wurfwaffen wie Molotows teilen hohen Direktschaden aus und treffen mehrere Gegner gleichzeitig. Allerdings sind diese stark limitiert. Also gut, das war das Einfachste. Jetzt wird es etwas komplizierter. Es gibt nämlich auch noch die sogenannten Heldenaktionen, die ermöglichen es euch zu laufen und zu schießen. Somit könnt ihr also auf den Gegner zurennen und diesen ins Sperrfeuer nehmen. Und je näher ihr an Gegnern seid, desto schneller läuft auch das Zielen ab und umso mehr könnt ihr austeilen. Natürlich könnt ihr diese Aktion nicht nonstop machen. Für jede Heldenaktion verbraucht ihr einen Heldenpunkt. Neue bekommt ihr nur, wenn ihr einen Gegner tötet. Und sind alle Heldenpunkte weg, kommt ihr automatisch in den Gefahrenmodus, in dem ihr deutlich weniger Schaden macht und deutlich mehr einsteckt. Praktisch gesehen ist dieser Modus dann meistens schon eure Niederlage. War das jetzt halbwegs verständlich? Nein? Okay. Das ist natürlich noch nicht alles gewesen, aber ich werde euch hier ja sicherlich nicht alles spoilern. Fakt ist, das Kampfsystem ist nicht ohne. Oftmals entscheidet auch euer erster Zug über Sieg oder Niederlage. Ich für meinen Teil finde das Kampfsystem allerdings großartig. Es bietet etwas Neues und es funktioniert noch dazu. Der Rest rückt zwar etwas in den Hintergrund und ganz besonders die Grafik und die Story sind nicht gerade das Gelbe vom Ei, aber dennoch empfehle ich jedem Resonance of Fate mal anzuspielen, der Spaß an neuen Ideen hat. Leider ist das Spiel auf Amazon immer noch für 50€ gelistet, allerdings könntet ihr das Spiel auch schon gebraucht für wesentlich weniger Geld bekommen. Ich setze mich wieder an die Konsole, bis demnächst. So Leute, das war's nun also auch schon mit diesem Game der Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Und wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, dann ab damit in die Kommentare. Links kommt ihr nun zum letzten Podcast und rechts zum letzten Newsflash. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Weitergucken und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Game der Woche wieder. Auf bald!